Ein herzliches Grüß Gott aus dem Silbertal vom Christberg im Montafon und genauer gesagt am Silbersee. Und da begrüße ich gleich unseren ersten Gast, auch silbrig herrlich, Willi Seeli, unser Altbürgermeister vom Silbertal. Herzlich willkommen, Willi. Alles im Griff? Grüß Gott, alles im Griff. Super. Kein Problem. Bei dieser wunderschönen Naturszenerie natürlich ein wunderschönes Treffen auch jetzt zwischen uns mit ein paar interessanten Informationen, was der Willi alles so erlebt hat. Wir kennen uns schon lange, darum dürfen wir dieses Interview auch im Du-Stil führen. Willi, du warst lange, lange Zeit Bürgermeister in dieser Region und hast maßgeblich mit einem engagierten Team mit aufgebaut. Was sind so die touristischen, gerade die touristischen Geschichten, sind hier die Highlights? Ja, natürlich. Das Amt des Bürgermeisters ist sehr, sehr interessant. Man kann planen, man kann bewegen, man kann umsetzen, das, was man will, kann man umsetzen. Und es sind doch einige Dinge passiert. Mich freut in erster Linie ganz besonders, dass es mir gelungen ist, den Montafon-Arlberg-Marathon in Silbertal zu bringen. Aha. Und sage und staune, für dieses Jahr haben sich nicht weniger als 600 Läuferinnen und Läufer für diesen Lauf angemeldet aus 17 Nationen. Das ist natürlich herrlich. Lass uns noch mal kurz zurück in der Zeit. Hat man eine wichtige Bahnverbindung, Angliederung an das Skigebiet Hochjoch gemacht, von der Silbertalseite aus? Ja, 1981 wurde die Kapellbahn gebaut. Und die Kapellbahn brachte dann wirklich im Laufe der Zeit den Aufschwung im Wintertourismus. Diese Bahn ist für uns ganz, ganz wichtig. Parallel dazu haben wir dann den Skibus eingerichtet. Und ich war dann sehr bemüht und habe es dann durchgesetzt, dass man die Skiabfahrt gebaut hat, vom Hoher bis zur Talstation. Denn der Gast möchte ja bis zur Talstation fahren. Nicht nur in deiner Periode, natürlich vorher gab es auch schon Pioniere. Du bist auch einer jetzt davon. Jetzt ist die nächste Generation dran, das Tal zu begleiten und weiter auszubauen. Aber du hast in deiner Ära das Glück gehabt, auch viele kulturelle Dinge ins Leben zu rufen und auszubauen und zu begleiten. Was war denn das? Ja, 1996 haben wir das Bergbaumuseum eingerichtet. Also dieses Jahr haben wir das 20-jährige Jubiläum. Und natürlich dann die Sagenspiele, die der Kulturverein Silbertal auf die Beine gestellt hat. Das ist auch natürlich ganz was Besonderes. Durch diese Veranstaltung wird der Name Silbertal weit hinausgetragen über die Landesgrenzen. Du hast schon angesprochen, der Bergbau. Das ist ja eigentlich das Thema schlechthin, das im Silbertal auch für touristische Zwecke ausgenutzt wird. Wurde hier wirklich hier Silber abgebaut? Hier wurde Silber abgebaut. In rauen Mengen? Ja, ich nehme an schon. Okay. Wenn man also die Kirche anschaut, die Größe von der Kirche, da war wahrscheinlich Geld vorhanden damals ja, noch. Ja. Aha, ja, für die Verhältnisse damals. Und wir sind natürlich stolz, dass wir am Christberg die Bergtappenkapelle haben, wo laufend die Führungen stattfindet. Das ist das Wahrzeichen der Bergtappen, die Kapelle am Christberg. Und natürlich die Bahn selber. Da gab es auch einen Pionier, das war der Franz Suderl Senior, der bereits 1964 die erste Gondelbahn errichtet hat. Und durch den Aufschwung vom Tourismus ist dann die Bahn gleich zu klein geworden. War das die kleine rote Gondel an der Bergstation? Richtig. Das war die erste, glaube ich. Das war die erste Bahn, ja. Und die Bahn war dann einfach zu klein und 1988 wurde dann diese Bahn in dieser Form errichtet. Ja. Willi, wie geht es dir so privat? Du stehst im Ruhestand und hast wahrscheinlich weniger Zeit wie vorher. Ja, es ist herrlich. Es ist herrlich. Gut. Ich kann jetzt gestalten privat, was ich will. Habe keinen Druck mehr in diese Richtung. In der Pension mache ich jetzt Gästebetreuung in unserem Hotel. Dann habe ich zwei Hobbys angefangen. Brot backen. Brot backen? Unsere Mutter hat immer tolles Brot gebacken, ja, im Kachelofen und das habe jetzt angefangen und das funktioniert, möchte sagen, ziemlich gut. Ja. Und dann habe ich das erste Handwerk, das ich erlernt habe, das Schindel machen, habe ich wieder aufblühen lassen. Also Schindel machen, ich habe eine Werkstatt eingerichtet im Stallgebäude. Ehrlich wahr. Und da verbringe ich dann meine Zeit.
Und das macht Spaß. Du bringst ja da Holz in Form, dass man es dann aufs Dach legen kann. So ist es jetzt. Ist das wirklich so eine Berufung im Ruhestand? Dass man das natürlich. Macht Spaß? Ja, echt? Natürlich macht es Spaß. Ja. Mein Vater war ja Schindelmacher und ich habe dann mitgeholfen und kenne die Materien. Und es wäre nicht der Altbürgermeister, der noch sehr, sehr jung in seinem Herzen ist, wenn er denn einen Obmann des Seniorenbundes gibt. Das machst du ja auch noch. Ich hab diese Funktion übernommen, den Seniorenbund Obmann. Und das ist auch sehr, sehr interessant, mit den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern Ausflüge zu machen, Zusammenkünfte zu planen. Und das macht Spaß und das kommt also zu 100% wieder zurück. Willi, du bist jetzt ein gereifter Herr mit sehr viel Erfahrung in deinem Leben, hast sehr viel für diese Talschaft getan. Wo siehst du selber jetzt das Silbertal in 20, 30 Jahren? Was würdest du für eine Prognose wagen? Ja, es gibt natürlich noch viel zu tun und es gäbe viel zu tun, wenn ich daran denke, wir sollten noch Qualitätsbetten haben in der Gemeinde. Dazu brauchte man halt noch ein schönes Hotel oder zwei Pensionen, was auch immer. Aber Qualitätsbetten, gewerbliche Betten wären dringend notwendig. Dann die Erneuerung der Silbertaler Kapellbahn. Das steht auch an, weil die Konzession läuft noch bis 2021. Mhm. Und eventuell später dann einmal in zwei, drei Jahrzehnten vielleicht zum Zusammenschluss mit dem Sonnenkopf. Mhm. Wäre auch interessant. Dann wären wir natürlich Mittelpunkt im Montafon. Der Sonnenkopf liegt also gleich hier über dem Hügel, kann man so sagen, ja, genau. Gegenüber von uns. Ja. Liegt das Sonnenkopf-Skigebiet oder Tourismusgebiet im Klostertal. Du warst ja nicht nur Bürgermeister, sondern auch der Chef oder Geschäftsführer der Christbergbahn, hier am Montafoner Christbergbahn. Da hat es jetzt eine tolle Entwicklung, Weiterentwicklung gegeben, völlige Revision, Neugestaltung dieser Ganze. Kann sich auch hier noch was entwickeln? Sind die Kapazitäten überhaupt gegeben? Ja, der neue Geschäftsführer macht sich da sicher Gedanken in diese Richtung. Was mich besonders freut, ist, zu einer Bahn gehört auch eine tolle Gastronomie. Und die haben wir in Christberg mit dem Panorama-Gasthof Christberg und dem Gasthaus Knappenstober. Das ist also wirklich einzigartig, das ist der Summenauf für eine Bahn. Und was in dieser Zeit umgesetzt worden ist, wir suchten nach einem Projekt im Christberg für Kinder, für Familien, eine Freizeitgestaltung. Die haben wir durch Richtung vom Silberpfad bekommen, durch Unterstützung von der Universität Innsbruck. Ah, erklär ganz kurz genau, Silberpfad, Unterstützung, wie kam es dazu? Da gab es ein Milestone-Meeting von den Bergbaufachexperten international aus Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien. Aha. Das war im Silbertal und ich lernte durch den Universitätsprofessor Dr. Oeckel kennen. Und der hat uns oder mir dann sehr, sehr geholfen, hat diese Planung gemacht von diesem Silberpfad, weil es sollte ja etwas sein, ein Projekt, das zum Bergbau passt. Also nicht Galli-Galli, sondern wirklich, das zum Bergbau passt. Und diesen Lehrpfad haben wir jetzt errichtet. Da finden wöchentlich auch Führungen statt, auch für Kinder separate Führungen. Und denen macht es natürlich Riesenspaß. Willi, ein persönlicher Wunsch von dir für dein Tal, für dich selber? Was für die Zukunft ein Wunsch? Für mich persönlich, dass ich gesund bleibe. Natürlich, und für Silbertal, dass es sich weiterentwickelt im positiven Sinne. Das waren die Worte unseres lieben Freundes, dem Altbürgermeister und ehemaligen Geschäftsführer der Christbergbahn im Montafon. Und wir verabschieden uns jetzt recht herzlich aus dieser sagenhaften Naturkulisse und freuen uns schon auf nächste Woche. Musik